Liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen zur nächsten Sendung von «Warum jetzt Gast bin?». Die letzte Sendung von dieser Staffel. Und da machen wir immer ein spezielles Reise. Heute sind wir in Südfrankreich. Terre d'Horizon heisst der Ort, wo mein heutiger Gastgeber seit 6 Monaten wohnt. Er ist aus dem Goms im Oberwald aufgewachsen, ist aber nachher früh aus dem Wallis weg, hat national und vor allem auch international geschafft, war CEO von einer grossen Tourismusbude weltweit, hat irgendwann gesagt, ich will noch mal etwas anderes machen, ist heute hier in Südfrankreich angekommen. Und was er ist, ein bisschen erzählen über sein Leben vorher und was ihn noch hier erwartet, nehme ich heute gerne mit. Wir waren jetzt Gast beim Ivan Walter. Also, jetzt gehe ich mal Galito und ich hoffe, dass wir rief. Ja, schau mal. Hey. Hier sind zwei Franzosen. Irina. Super, herzlich willkommen, Andi. Danke vielmals. Merci für die Einladung. Ja, danke schön. Yves. Bonjour, Andi. Bonjour, Ivan. Ça va? Bienvenue à Tour et sur l'eau. Merci beaucoup. Bist du gut gefahren? Super, also ja, einfach gewesen, schnell. Das ja, ist ein Katzensprung vom Wallis. Ja. 5,5 Stunden ja, jetzt. Super, wunderbar. Und das ist rein Spijou und ja, Träume. Ja, super, schön, dass dir gefallen. Wir werden sicher noch Zeit haben. Ja, jetzt will ich den Rest auch noch sehen. Und, hast du etwas vorbereitet? Ich bist jetzt ein bisschen früher da als erwartet. Und insofern ist der Rapper noch nicht ganz parat. Aber jetzt bist du ja gerade zur rechten Zeit gekommen, dass man da noch den Hand recken kann. Gib mir den Hand recken. Ja, super. Genau, bin gespannt drauf. Ja, dann zwei Tage, ja, das gibt eine schöne Zeit. Super, Sarah. Perfekt. Ja. Also, zeig dir immer die Bude. Alles klar. Träume auf die Weider sehen. Gerade schade, dass die Rina nicht dabei ist. Ja, schade. Sie genießt den Ausblick jeden Tag eigentlich. Aber jetzt heute hat sie Französisch müssen oder hat Welle. Ja. Mir ist das wichtig, dass sie Französisch und Sprache lokal parle français. Und insofern ist das. Siehst du dann nachher noch? Absolut. Ja. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Also, zuerst gehen wir noch ein bisschen zum Nachher geben wir dann das Blättchen, sonst wird das nichts mit diesem Mapper. Machen wir. Gell? Kommen wir mit. Zum Wohl, Andy. Sante. Bienvenue nochmal. Ja, bienvenue, kannst du sagen, das ist ja das Paradies hier bei dir, Ive. Du bist, ich habe es vorher schon eingangs gesagt, du bist viel mehr angekommen. Du bist jetzt bist im Paradies angekommen. Ja, das in 6 Monaten hier. Das kann man so sagen, ja. Das kann man so sagen. Wir haben im Dezember gezielt. Ja. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass der Winter hier zwar schön ist, aber doch nicht so mild, wie wir uns das erwartet haben. Insofern haben wir einen sensationellen Winter gehabt. Und jetzt die letzten 4-5 Monate sind wir eigentlich beschäftigt gewesen mit diesem Guesthouse hier, mit dem Projekt überfahren. Es war eine sensationelle Zeit gewesen. Was ein bisschen darunter gelitten hat bei dieser Aufbauarbeit, ist, dass wir eigentlich fast noch zu wenig Zeit hatten, da ist es ein neues Umfeld zu erkunden. Aber das wird noch kommen. Das wird noch kommen. Absolut. Und auf das Projekt gehen wir nachher noch ein bisschen. Ja. Sehr relativ. Von dir noch mal ein bisschen wissen. Du bist ja als Gommer, da kommt man nicht drum, zu langläufen. Du bist ja ein guter Langläufer gewesen als in deinem Jugendjahr, als Jugendlicher, Schweizer Meister gewesen, mehrfache. Und nachher ist irgendwas aufgekehrt. Was ist da? Was war der Grund, warum das nicht das weitergemacht? Ja, natürlich. Also erstens mal hat es mega viel Spass gemacht. Natürlich. Es ist ein toller Sport. Und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt hier vielleicht an der Côte d'Azur weniger, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann bin ich immer wieder gerne auf der Langlaufski. Das war im Jo-Alter, da war man noch recht jung. Und wir haben ja ein paar Mal so die Möglichkeit gehabt, international, also mindestens europaweit zu messen. Und da habe ich dann schon gemerkt,
da fehlt dann doch recht viel, oder, um irgendwie auf die Karte Langlauf zu setzen. Und, ich habe mich entschieden, eigentlich wie einen Strich zu ziehen. Und habe mich dann für eine andere Richtung entschieden. Die Alternative wäre gewesen, das zu probieren, irgendwie eine Aufgabe zu finden, wo man nebenbei eben den Langlaufsport kann betreiben kann, was ja sehr aufwendig ist. Aber ja, für mich habe ich es sehr genossen. Es war eine sensationelle Lebensschule gewesen, viele von diesen Sachen, die man lernt, vor allem gerade in diesem Alter, kannst du nachher das Leben lang brauchen. Bereust du es vielleicht ein bisschen, dass du nichts weitergemacht hast? Oder ist das für dich abgeschlossen? Nein, das ist abgeschlossen. Das ist erstens mal zu lang her. Zweitens ist natürlich der Langlaufsport in der Schweiz nicht da gewesen, wo er jetzt ist, mit wirklich super Athleten, die wir die letzten Jahre hatten, Dario Colonia und so weiter. Und wenn man jetzt heutzutage der beste Schweizer ist, dann würde man wahrscheinlich anders entscheiden. Oder wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt in der Schweiz nach vorne arbeite, dann bringe ich es vielleicht irgendwo auch noch auf dem internationalen Parkett ein bisschen weiter. Oder? Du hast vorhin angesprochen, es war ein super Lebensschüler, der Sport. Du bist ja nachher von da weitergegangen. Du hast dich entschieden, ganz einen neuen Weg einzuschlagen. Du bist an der Sporthandelsschule, an die Tourismusfachschule auf Sider gegangen. Mhm. Warum das? Hat dich der Tourismus vom Anfang an gereizt? Ja, also wenn du im Goms aufwachst, oder, dann bist du eigentlich mit zwei Themen konfrontiert. Langlauf einerseits, logischerweise, und das andere Thema ist der Tourismus. Und klar, das ist auch verbündelt. Aber ich habe immer gewusst, eben, wenn die Langlaufschiene nicht funktioniert, dann will ich irgendetwas im Tourismus machen oder im Reisegeschäft. Und dann habe ich wirklich einen Strich gemacht. Ich wusste, wenn ich im Reisegeschäft oder im Tourismus will eine Rolle spielen will, was die ja immer ist, dann ist es mal gut, wenn du Englisch kannst. Und da bin ich eigentlich von heute auf morgen, das war fast ein Bauchentscheid gewesen, auf Amerika, also in ein süßdeutsches Jahr. Und Ski wirklich, also regelrecht an den Nagel gehängt und auf Amerika und mit 17, 18. Um die Sprache zu lernen und dann zurückkommen. Und dann ist die Tourismusfachschule ist dann quasi wie so die logische Konsequenz gewesen, oder? Als Basis dann für meine nächsten Aufgaben. Oder? Und Sprache ist für dich natürlich später definitiv ein wichtiges Element gewesen, oder? Wenn du das Englisch als Basis hast du gehabt. Weil du bist international unterwegs in deinem Beruf. Das ist natürlich die eine oder andere Geschichte passiert, wenn man so eine fremde Kultur bereist, dann kann etwas oder das andere mal in die Hose gehen. Du hast mir vorhin beim Zweck gemacht, von dem übrigens sehr leckeren Plättchen, wo ich mich enorm darauf freue, ein bisschen etwas erzählt von Japan, was da passiert ist. Kannst du schon mal die Geschichte hier rein? Ja, das ist also ein Thema, das ist so ein bisschen in Kulinarik, oder? Und wenn ich länger gereist bin, bist du dann vielfach so in kleineren Delegationen unterwegs gewesen. Aber ganz am Anfang bin ich allein auf Japan. Und wenn ich zuerst mal in dem Tokio war, dann hast du gedacht, okay, jetzt will ich mal Sushi essen und Sashimi. Und was machst du? Gehst du mal so in eine Sushi-Bar oder so eine Kaiten-Sushi. Das sind da die Restaurants mit dem Förderband. Und ich habe da meine Sushis drauf genommen ab dem Förderband. Und habe mich immer gefragt, irgendwo der Wasabi, die das kennen, oder? Der Meerrettich, der Japanisch, auf das Sushi draufgegeben mit der Sojasauce. Und ich habe den immer gesucht. Und dann habe ich da so einen Dispenser gesagt, fast wie so einen Trockenseifen-Dispenser hat er ausgesehen. Und nachher habe ich gedacht, hey, typisch wieder die Japaner, oder? Jetzt haben sie einfach den Pasta-Wasabi jetzt irgendwie geschafft, in ein Pulver zu entwickeln. Und ich habe da meine Sojasauce genommen, habe angefangen, den Wasabi reinzudrehen. Und dann sind das so typisch Japanisch, oder? Hast du mich dann so von links und rechts so anschauen. Und nachher habe ich gedacht, irgendwie habe ich jetzt irgendetwas falsch gemacht. Oder? Bis mir dann gesagt hat, dass eigentlich der Wasabi auf dem Förderband kommt und dass das halt immer noch Paste ist und dass das, was ich da drin hatte, dass das eigentlich ins heiße Wasser kehrt, nämlich der Grüntee. Okay. Und das sind dann so... Absolut. Aber das sind so tolle, das sind so kleine Erfahrungen gewesen, aber immer toll, ja. Hier gibt es kein Risiko, kein Grüntee auf dem Tisch, kein Wasabi. Genau. Ein Schluck Müsli zu dem Gürtelblättchen. Ist fast ein bisschen, wie du heim bist im Wallis. Oder? Absolut. Wie sagen Sie dem hier? Ja, hier sagen Sie dem. Und wir sagen jetzt dem da Planche Gourmande. Oder? Das ist eigentlich die Idee, dass wir da so ein bisschen Schachgüte haben, ein bisschen Fleisch und natürlich der Käse. Vor allem der Weichkäse sind die Franzosen sehr bekannt. Ja.
Und wir bieten das da als ganz einfach, sage ich mal, Gericht oder als kleine Mahlzeit bieten wir das da, ja. Toll, aber wir haben ja. Was vielleicht ein bisschen das Wasser in Rotto getreut ist, wenn man das nach Frankreich mitnimmt. Aber ich habe für dich trotzdem eine schöne Erinnerung an die Heimat. Ja, das passt immer sensationell. Ivi, merci, ich freue mich auf den Rest vom Tank. Ja, absolut. Nachher gehen wir noch ein bisschen an den Strand. Machen wir. Ja, ja, wunderbar. Gut, merci. Zum Wohl. Ja, merci. Danke. So, nachdem ich jetzt gebadet habe und erfrischt habe, geht es weiter. Ziehen will man nämlich die Esterel-Küste zeigen, eines der schönsten Gebirge, die ganz bekannt durch rote Felsen die Farbe der Côte d'Azur erhält. Und es gilt eigentlich als schönstes Gebirge an der Côte d'Azur. Und da machen wir einfach ein kleines, gemütliches Picknick. Also, kommen wir mit. Ah, Ivi, bist du schon da? Da gehen wir etwas gleich auf, über dem im Dorf, he? Cool. Ja. Vamos. Ivi, das ist ein wunderschönes Ort in uns gesucht, für den Tag uns zu klingen, heute um Abend. Aber so ruhig war es auch nicht immer in deinem Leben. Du hast eine ganz andere, intensivere Periode gehabt. Du hast als junger Burst im Tourismus angefangen zu arbeiten und hast eine Ausbildung gemacht. Wie ist das losgegangen? Du bist, glaube ich, bei einem grossen Schweizer Tourismusunternehmen angestellt gewesen, als Praktikant. Ja, das ist richtig. Und, als Praktikant in Genf und da habe ich eigentlich auch ein bisschen Französisch gelernt. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir, einer der Gründe, warum wir da in Südfrankreich sind. Aber ja, das ist, ich bin eigentlich zufällig in eine Funktion gekommen bei Kony. Ich war eigentlich für etwas anderes vorgesehen gewesen. Und ich hatte da so eine relativ unentwickelte Abteilung übernehmen. Aber wir haben da eigentlich grosses Wachstum gesehen. Und ich hatte da mit 4-5 Leuten etwas anfangen zu entwickeln. Es ging darum, eine Technologieplattform zu entwickeln. Und, das war eine ganz steile Karriere, die du gemacht hast, oder? Ja, das hat natürlich einfach teuer. Also, ich sage mal, das ist eigentlich die Entwicklung, das war eigentlich der Basis gewesen, oder das Fundament von nachher. Aber wirklich im Kleinen angefangen. So also, was heißt klein? Vier Leute. Ja. Ja, ich war noch viel in Spanien gewesen, mit einer spanischen Softwareentwicklungsfirma zusammengearbeitet. Und dann haben wir entwickelt und eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radarschirm, sage ich jetzt einmal vom Konzern. Wir haben jetzt nicht das Privileg gehabt, dass wir uns nicht um die Finanzierung kümmern. Andererseits haben wir auch nicht sehr viel Geld verbraten dazumal. Und insofern hat mir da relativ viel Autonomie gegeben. Man nicht gewusst, was der Walter macht, was man noch macht. Man hat lange nicht gewusst. Ja. Man hat schon gewusst, was man macht. Aber ja. Durch das, dass wir relativ bescheidene Budget hatten, ist es eigentlich auch nicht so ein Problem gewesen, wenn jetzt der Schuss wäre hinter uns gegangen. Ja. Okay. Und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht. Und dann eben irgendwann mal ist ein Finanzcontroller bei mir im Büro gestanden. Und er hat sich um Zahlen gekümmert und wollte verstehen, wie was wo. Und das war der Zeitpunkt, wo ich nachher einem Team gesagt habe, das mittlerweile grösser wurde. Jetzt haben wir es wirklich geschafft, weil jetzt wollen wir es verstehen. Und jetzt haben wir eine gewisse Relevanz geschaffen im Konzern. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, oder zumindest am Ende, waren es über 1500 Leute.
Also ja, das so ist vier natürlich... Personen, die irgendwo angefangen haben, so garagemässig. Ja, das ist so. Das, natürlich sind wir nachher organisch zuerst einmal gewachsen. Also ja. Wir sind einmal 150 plus Mitarbeiter gewesen, wo sich dann innerhalb von dieser Firma quasi entwickelt hat. Und nachher ist dann eigentlich, weil das relevanter geworden ist für den Konzern, hat man dann einen Zukauf gemacht, man hat eine Firma gekauft in England. Und man hat dann eigentlich die Kony-Division hat man dann mit dieser Firma oder mit dieser Gesellschaft in England fusioniert. Oder? Und von da weg bist du natürlich viel in London als CEO von der Firma. Genau, ich hatte nachher hat eine Integration gehabt. Ich hatte dann da in dieser kombinierten Firma verschiedene Funktionen gehabt, als letztes CEO. Und das war dann schon sehr spannend gewesen, weil dann hast du auf einmal Marktleader waren wir damals und mit natürlich Büro und Gesellschaft auf der ganzen Welt. Und das hat dann eigentlich auf einmal ganz eine andere Komponente und andere Herausforderungen und aber natürlich auch ganz, ganz viele gute Geschichten, das dann mitbringt. Oder? Wie ist das für dich so als CEO von einem Betrieb mit etwa 1500 Angestellten? Verteilt wahrscheinlich mehr oder weniger, wenn ich richtig verstehe, für die ganze Welt. Da ist man nicht so jeden Tag mit allen in Kontakt. Wie ist das so gefühlsmäßig? Hat man da das Gefühl, die Bude immer im Griff zu haben? Oder hat man immer das Gefühl, die Gamer jetzt gerade nicht strenger kontrollieren? Ja, gut, ich glaube, das ist in allen so mittelgroßen Firmen ist das so. Wenn du hast einfach, das Wichtigste ist einfach, eine Führungsmannschaft beieinander hast und wenn du voll Vertrauen hast und du kannst ja nicht das in jede Ecke auf der Welt ganz genau verstehen, was wird jetzt gemacht, wie wird jetzt eine Strategie umgesetzt und so weiter. Und insofern ist es aber wirklich wichtig, dass man das Management hat und wirklich kannst vertrauen kann. Ja, das ist, so hast du nicht gefeiert, oder? Aber auch dir haben wir vertraut. Du bist eigentlich gar nicht so alt gewesen, da zu machen. Du bist ein recht junger Bursch. Ja, das ist wirklich so. Und ich wirklich du bist immer noch ein junger Bursch. Danke. Ich habe wirklich das Privileg gehabt, dass ich innerhalb vom Kony-Konzern nochmal wirklich etwas aufbauen kann. Durch das ich kann zeigen, dass man etwas von null geschafft hat, durch das haben wir einen gewissen Respekt geschaffen. Und ich bin natürlich auch einer, der fremde Kulturen gerne hat, der zumal in einem internationalen Parkett, da bin ich gut eingesetzt. Oder? Da kann ich verstehen, wie die Leute funktionieren. Oder ich probiere es zumindest zu verstehen. Ich tue viel zuhören. Und durch das hast du nachher, das braucht eine gewisse Zeit, oder? Und dann ist wirklich, eben, wenn du sagst, ja, das Vertrauen gegenüber dem Chef, das ist immer beidseitig, logischerweise. Ja. Du bist immer ein bisschen, so wie ich das beobachte, ein bisschen König der Extreme gewesen, über weitere Extreme, die du in deinem Leben erlebt hast. Reden wir dann nachher oder morgen dann mal noch ein bisschen weiter drüber. Hat zu genießen. Zuerst noch hier der Moment mit diesen wunderbaren Sonnenstrahlen in einer Côte d'Azur. Ich habe dir etwas ganz Spezielles mitgebracht, und zwar einen Orange Wine. Ich wage jetzt mal zu behaupten, das hast du wahrscheinlich noch nie getrunken. Das habe ich nie getrunken. Das ist eine eigene Kategorie, oder? Es gibt Weisswein, Rotwein, Rosé und eben Orange ist auch eine Kategorie. Ist absolut im Trend im Moment. Und das ist einfach Weisswein, was gemacht ist wie Rotwein. Ja. Also die Triebel oder der Saft auf der Maische vergoren, ja. nicht frisch gepresst. Und nie filtriert, kein Schwefel. Also es sind Leute, die so Sachen suchen, die wirklich supernatural konsumieren. Das hat er jetzt mal mitgebracht, weil ich das Gefühl habe, du hast mir auch etwas ganz Spezielles. Das ist super. Und eben, das Natürliche passt eigentlich super jetzt hier in den Rahmen. Und ich habe hier Pissaladière mitgenommen. Und die Pissaladière, das ist eigentlich ein Zwiebelküchen. Ja. Eigentlich eine Art Zwiebelküchen. Von hier, also ist Spezialität. Eigentlich von Nizza. Okay. Aber man findet den eigentlich in ganz Südfrankreich finstern. Das ist eigentlich fast wie eine Pizza mit Zwiebeln und das hat noch Sardellen und Oliven. Und das ist eigentlich so ein Snack, den kannst du jeder Tageszeit... Da findet man ein überall. Da findest du eigentlich überall ein bisschen. Und natürlich, in Südfrankreich ist es schwierig, irgend so etwas zu essen, dann ohne Wein. Und jetzt haben wir noch ein passendes Produkt. Ob das dazu passt, das kann er dazu nicht versprechen. Das machen wir zu passen. Ich will nochmal merci, ja. Das ist der schöne Fleck, den du gezeigt hast hier. Ja, mit den auch roten Steinen vom Estrelgebirge. Ja, super, schön können wir da sein. Genießen es und nachher wird der Abend gemütlich hier an uns klingen, vielleicht auch heim ein bisschen. Und ihr, liebe Zuschauer, habt gesehen, wir werden morgen wieder, wenn es relativ früh losgeht, dann gehen wir auf Tour-Zur-Lou, gehen einen Kaffee trinken mit einem Gipfel und auf das freue ich mich. Aber zuerst genießen wir jetzt das hier. Genau. Merci. Super.
Guten Morgen. Der frühe Vogel fängt den Wurm und so ist ja, morgen um 6 Uhr gehen wir weiter hier in dieser schönen Reise in Südfrankreich. Und das Nachbardorf, also quasi das Dorf, wo der Ivan Hischis wunderschön Anwesen hat, ist Tuchet-sur-Lou. Das ist ein altes, mittelalterliches, wirklich schmucks, pittoresk kleines Dorfchen. Und da gehen wir jetzt am Morgen gehen, à la Française, Kaffee-Gipfel rein und reden ein bisschen weiter über das Leben von Ivan hier in Südfrankreich. Kommt mit! Oh, perfektes Timing, jetzt kommt die Sonne genau. Also das Frühstück kann ich schon lange nicht mehr mit so einem Blick. Kommst du immer hier Frühstück essen? Leider nein, aber es ist wirklich ganz ein ganz cooler Ort hier. Du hast wirklich einen tollen Ausblick auf Tuchet-sur-Lou. Das ist eigentlich hier ein kurzer Marsch rüber. Wenn die Sicht gut ist, siehst du einen Brief zum Meer. Und hier, das ist so ein bisschen der Kontrast eigentlich hier, oder Gott, oder? Viele kennen halt die Küste. Ja. Mit den bekannten Orten Antibes, Nizza, Cannes und so weiter. Und hier sind wir eigentlich so zwischen Berg und Meer. Circa so eine halbe Stunde von der Küste weg, ja? Ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Und du hast halt hier sehr viele, so wie du hast, so mittelalterliche kleine Dörfer, schmucke Geschichten. Die einen ein bisschen touristischer als die anderen. Aber alle auch mit einer sehr guten Gastronomie. Wir waren überrascht, wenn wir hier gekommen sind. Es ist ein Ort mit 4'000 Einwohnern. Es hat hier ein Dutzend Restaurants und mindestens 3 bis 4 sind also wirklich sehr, sehr, sehr gute. Also in Michelin gerated? Ja, also es hat eins mit Michelin-Sternen. Ja. Aber auch die anderen, also wirklich eine tolle Auswahl und frische Produkte aus der Region. Also wirklich toll. Also das Sau auch wie von Mäutli hier erwartet. Nimmst du das so wahr? Also lebst du das hier? Absolut, so? Absolut. Ja. Also die Türen ticken hier ein bisschen anders, das ist so. Oder? Wenn dann zwischendurch mal ein bisschen ungeduldiger wirst, was man vielleicht als Schweizer noch gewohnt ist, oder? Dann kommt dann viel so «on est dans Süd», oder? Das heisst quasi... Genau. Aber das ist auch das, was wir hier schätzen, oder? Und das ist auch, ich meine, wir sind hier zu Gast in dem Sinn, oder? Und wir wollen ja auch Kultur hier leben. Ja. Und das ist eigentlich spannend, oder? Man ist immer die Augen offen, die Ohren spitzen, um zu sehen, wie funktioniert das. Dass man in jedem Land, wo du besuchst, oder? Ja. Das lernst du mit der Zeit ein bisschen zu verstehen, wie es abläuft. Und sich dann anpassen, das ist das, was wir euch da gerne machen. Du bist ja vorher wahrscheinlich sehr schnell getaktet in deinem Berufsleben. Ja. Hast du das jetzt ein bisschen wirklich zurückgefahren und du hast das übernommen in dein Leben, aber das Savoir-vivre der Süd und nicht denke ich jetzt Zürich-Tupin, also mach ja, dir nicht denke ich Zürich-Tupin, ja, das kennst du also schon, das kennst du viel, oder? Und das ist absolut so der Modus, den wir eigentlich drinnen leben wollen. Natürlich wollen wir arbeiten, wir haben schon ein Projekt, aber das Savoir-vivre ist wichtig und ich sehe auch, die Leute sind sehr zufrieden. Ja. Zwischendurch geht es halt mal einen Tag länger oder zwei, aber das ist so ihr Lebensstil und sie haben einfach die gute Balance oder, zwischen Arbeiten und Freizeit und, ja. Und das ist das, was echt Spass macht. Auch, oder? Beim Umbau, den ihr hatte, neben dem Haus, ist das komplex für dich? Ist das schwierig anzunehmen am Anfang, wenn vielleicht der Handwerker nicht so pünktlich war, wie du es erwartet hast? Ja. Oder sind das so schlimm gewesen? Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich wirklich positiv überrascht. Okay. Und vor allem, wir sind ja in den ersten Monaten, als wir hier einen Teilumbau gemacht haben, sind wir eigentlich gar nicht vor Ort gewesen, da sind wir noch in der Schweiz gewesen. Und wir sind immer wieder überrascht gewesen, wenn wir sie kommen, um zu sehen, wie es eigentlich vorwärts geht und so. Und also eben, das passiert schon. Du musst einfach zwischendurch, aber das musst du wahrscheinlich überall, oder? Ja. Wenn du irgendwo etwas baust, renovierst, musst du halt schauen, dass es passt und dass es auch nachher auch für den Kunden stimmt und so. Das braucht ein bisschen Zeit und das muss zwischendurch schon ein bisschen Geduld haben. Jetzt haben wir hier so, wie sagt man das, Le Viennoise, oder? Ja, das ist einfach so, Le Gourmandise, ja, genau. Und mehr Gourmandise sehen wir dann nachher hoffentlich unten auf dem Marché de Provence, gehen wir auf Antibes, ja. Etwas einkaufen noch. Absolut. Für nachher ein gutes Mittag zu kochen. Genau. Bevor wir das machen, gehen wir jetzt noch ein bisschen in die Städte, ein bisschen die pittoreske Seite anschauen von dem Städtchen. Ja. Ich genieße das jetzt und ich freue mich auf den Rest des Tages. Absolut. Cool. Ja. Also, schönen Tag dir. Ja. Guten Morgen. Ja, morgen. Bonjour. Bonjour.
Perspektive. Ich verstehe, dass der Picasso und andere grosse Maler hier ihren Wohnsitz haben, weil das ist extrem inspirierend, dadurch das Antib zu laufen. Und die Gerüche, Lavendel, die Gewürze, die frische... Hey, also es hat super spontan Frischung, das kleines Apero zu weggemacht. Und das geniessen wir jetzt noch. Aber bevor wir das geniessen, will ich von dir noch ein bisschen wissen. Sport ist eben, haben wir am Anfang gesehen, früher für dich wichtig gewesen, Austeursport, Langlauf. Nachher hast du viel geschafft, intensiv geschafft, dich nicht mehr so um deine sportliche Seite gekümmert. Und jetzt hast du vor kurzem wieder einmal einen Ironman gemacht. Also Ironman, für die, die es nicht wissen, 3,9 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Velofahren und nachher noch einen Marathon laufen von 42 Kilometern. Und das hast du gemacht. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich wieder dem zugewendet hast? Ja, das ist eigentlich ein Projekt, das ich irgendwie seit fast 20 Jahren mittlerweile mit mir mittragen. Das war ein unerfüllter Traum immer. Und ich hatte mal die Chance, mit Irina als VIP-Zuschauer beim Zürich Triathlon dabei zu sein. Aber wie gesagt, vor 20 Jahren. Und wie das so ist bei VIP-Veranstaltungen. Da fährst du am Morgen mit Kaffeegipfeln auf dem Schiff, am Morgen um 6 Uhr. Wo die dann haben angefangen zu schwimmen. Und dann geht das am Mittag über zum Küppli und Canapé. Und am Abend gibt es noch irgendwie ein Buffet beim Zielenlauf, oder? Und dann bist du den ganzen Tag am Essen, am Treichen und während dem... Ja, krampft sich dann noch ab. Abkrampft oder in der Hitze. Und am Ende von dem Tag waren wir zwei so müde gewesen, vom eigentlich wirklich nichts machen, oder? Und ja, das ist irgendwie, das kann fast nicht sein, oder? Die krampfen sich ab, gleich lang, zum Teil noch länger, oder? Wir sind nachdem die ersten drei im Ziel waren, sind wir heute. Jetzt der Rekauer natürlich noch 3-4 Stunden länger unterwegs gewesen. Wahnsinn, ja. Und das hat mich schon extrem hat mich das fasziniert, oder? Und von der die Leistung, die erbracht haben. Und ich weiss noch, bei der Abend und hat zu mir selber gesagt, hat einen Tag noch bin ich auf der anderen Seite von dieser Zuschauerabsperrung. Oder? Und jetzt habe ich natürlich... Oh, ja, VIP, aber von sportlicher Seite. Auf da, genau. Und klar, wenn du gesagt hast, oder, wenn du natürlich im Berufsleben bist und nicht schon gewisse Grundfitness hast, dann kannst du das nicht einfach so nebenbei machen, jetzt in meinem Fall. Und dann habe ich aber gerade mal schön Zeit gehabt. Dann war Corona und das hat mir dann wirklich eine Möglichkeit gegeben, um mich vorzubereiten. Ja. Ich kann schwimmen, aber ich kann nie im Leben mehr als 3 Bahnen kraulen, oder? Und das musst du halt dann irgendwie lernen. 3,9 Kilometer. Da bist du im Moment unterwegs, oder? Ja. Und das ist dann, musst du halt dann mit der ganzen, das ist relativ viel Equipment, was du brauchst, oder? Ja. Vom Velo und das sind halt alles neue Themen gewesen, die hast du mir irgendwie dann aneignen. Oder? Was denke ich, wie wichtig ist, dass du früher schon mal lang gelaufen bist und auch Langstrecken und Sport gemacht hast? Also, und das ist lustig, oder? Weil das ist natürlich extrem lang her, aber das haben wir auch schon diskutiert. Das prägt einem, oder? Und vor allem weniger, sage ich mal, im Wettkampf, weil da passiert so viel, oder? Und das ist so lang, ja. Das kannst du in dem Sinne noch nie trainieren, oder? Ja. Wir haben jetzt 12,5 Stunden unterwegs, das trainierst du vorher nie. Aber ja. Die Disziplin oder irgendwie die Routine im Training. Oder ja. da merkst du auf einmal, hey, ich kenne das Gefühl von früher. Okay, die Schiffe zahlt, jetzt gehe ich halt gleich auf das Velo oder jetzt gehe ich halt gleich säckeln, wenn es kalt ist und so weiter. Und das hat sicher geholfen jetzt in der Vorbereitung. Und, was geht denn, so, du hast gesagt, 12 Stunden bist unterwegs gewesen. Da müssen wir wirklich der inneren Schweinhund x-mal wahrscheinlich immer wieder überwinden. Was geht denn so durch den Kopf? Was denkt man? Sieht man das Ziel vor Augen? Tut man sich Zwischenziele setzen? Was hast du da so für Gefühle, die da? Ja, das so Sachen kannst du aber schon ein bisschen trainieren, oder wie gehst du mental mit dem um und geht jetzt sicher, ich meine, das war mein überhaupt erster Triathlon gewesen, also da überlegst du mal, wie läuft das ab, was machst du in der Wechselzone, wie geht das und so. Und am Morgen bin ich natürlich brutal nervös gewesen. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ja. Riesenberg vor dir. Und ich einfach eigentlich, und klar, muss ich habe immer gesagt, ich will kein Ziel mehr setzen, also vor allem kein Zeitziel, ich will einfach ins Ziel kommen. Und irgendwo habe ich aber gleich gesagt, der Sonnenaufgang beim Schwimmen. Und ich will einfach... Vor dem Sonnenuntergang will ich über die Finisher-Line. Oder? Okay. Und das habe ich dann wirklich geschafft. Aber das... Da bist du am Morgen sehr nervös. Und klar, irgendwann bist du so in einer... Die Läufer sagen, da haben wir so einen Flow, oder? Und, ja. Und du hast natürlich sehr viel halt mit Teilnehmer und ja. Mit Streiter. Und wenn du diese anschaust, dann merkst du, okay, denen geht es auch nicht gut, aber die fahren auch weiter. Also,
vorbei, sonst weiter geht's. Und nachher hast du halt runter. Und das war also ein Schletscher, das war in Thun zuerst mal. Und eine sensationelle Kulisse natürlich. Ja. Herrlich, oder? Ja. Und auch die Zuschauer, die extrem mitgefiebert haben und mitgeklatscht haben. Und nachher hast du ja, sind ja alle mit Vornamen angeschrieben und die riefen dir den Namen zu. Und die Menschen eigentlich alle kennen die und wir kennen die kennen, oder? Kleine Starkfühl. Aber natürlich, wenn du so auf der letzten Runde bist, auf dem Marathon und einer heißt Hoppi, was schaffst du jetzt noch, oder? Die letzte Zeit. Dann machst du das einfach dann, oder? Die Kulissentour ist einmalig, aber hier euch. Das geniessen wir jetzt noch. Absolut, hier absolut. Mit einem kleinen spontanen Apero, jetzt gerade müssen wir genau. Einbeüben. Und merci darum, vielmals. Und darum, eben, weil es mir, hier ist natürlich viel so kulinarische Leckerbissen und darum ist es gut, wenn du nebenan immer noch den Sport hast, weil sonst gratis geht es ein bisschen aus der Balance. Also, gute Iwi. Ja, gleichfalls, merci. Davon ich da. Bon Appetit. Merci. Irina, schön, dass du heute da bist. Ja. Kannst du jetzt Französisch? Ja, ein bisschen besser. Ja. Ich bin mir fleissig dran. Das ist für dich auch nicht einfach, oder? Du bist hier in Frankreich. Ich glaube, deine Französischkenntnisse sind nicht so, sagen wir mal, enorm gewesen. Nicht ganz so super, aber ich tue immer ein bisschen probieren und gehe fleissig in den Kurs und bin total motiviert. Okay. Und so macht es Spass. Wenn man natürlich mit im Leben in Frankreich ist, dann müssen wir irgendwas. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist mir gezwungen. Toll. Jetzt wird es das Eibers-Projekt, ich habe eingangs gesagt, neuer Lebensabschnitt, oder? Für beide, du bist auch Personalchefin von einem grösser Unternehmen. Genau. Sie sind quasi ausgestiegen, kann man so sagen. Was hat Eibers dazu bewogen, zum einen, zum anderen? Vorher haben ihr beide Eibers verantwortungsvolle Positionen gehabt. Jetzt auf einmal arbeiten ihr in einer Two-Man-Show oder Man-Women-Show zusammen. Wie ist das? Das tägliche Brot sieht doch heute ganz anders aus, als nur vor ein paar Monaten. Ja. Allerdings, Ausstieg hat für mich immer so ein bisschen eine negative Konnotation, weil man denkt immer, wenn man aussteigt aus etwas, wenn man das, was man vorher gemacht hat, hat man vielleicht nicht mehr so gerne gemacht oder man war unwohl gewesen. Das war überhaupt nicht der Fall gewesen. Aber ich bin ja, wie gesagt, sehr lange in London tätig gewesen. Ich war quasi Wochenaufenthalter in London. Und man ist also du bist in Zürich und du bist in London? Genau. Ja, und man ist eigentlich über Jahre einfach am Wochenende nur gesehen, oder? Und ja. Dann haben wir gesagt, eigentlich würden wir gerne mal etwas noch zusammen machen. Das war mal ein Thema. Das zweite ist, wir haben immer schon gerne einmal wollen, am Meer oder in Meeresnähe wohnen. Und dann ist das ganze Corona-Thema gekommen und dann haben wir gedacht, jetzt ist wahrscheinlich gerade der Zeitpunkt, um etwas Neues anzufangen. Um eben quasi zusammen etwas machen, irgendwo am Meer. Eine coole Aktivität, ein Projekt. Und jetzt haben wir hier das Guesthouse an der Côte d'Azur. Ist Corona ein Beschleuniger gewesen? Ist das auch immer der Grund gewesen, dass er jetzt das gemacht hat, Irina? Ja, es ja. Hat schon auch einen Aspekt gehabt. Ja. Und wir gesagt haben, mal jetzt einfach mal etwas Neues und etwas Frisches. Und es ist total lässig und wir freuen uns total darauf, da die neuen Erfahrungen zu machen mit den Gästen, die willkommen zu heißen bei uns. Und mal, also ich glaube, vor allem auch mit dir noch ein Projekt zusammen zu machen, das finde ich super. Früher hatte er ja eben Rollen, ganz spezifisch. Jetzt sind es ganz andere Rollen. Also quasi von A bis Z wahrscheinlich. Bist du vom Abwart über Homepage-Manager zu machen. Machen wir alles selber, oder? Wie ist das? Ist das eine Herausforderung oder sind viele daran nicht gewachsen? Ja, das ist eigentlich beides. Das ist eine Herausforderung. Aber es gibt extrem viele Parallelen zum Job, den ich eigentlich früher gemacht habe. Weil wenn du irgendwie eine Firma führst, dann, klar, da geht es um Führung. Das ist sicher ein wichtiges Thema und um Strategie. Aber es geht auch darum,
zu orchestrieren und alle Themen zu verstehen. Und wie die abhängig sind voneinander. Und dann hast du aber nachher meistens den Spezialisten, die eigentlich sehr viel mehr wissen als du selber. Und hier ist es so, dass quasi du musst orchestrieren, oder? Aber du hast jetzt niemanden mehr, der in einer Disziplin wirklich besser ist als du, sondern du musst es selber machen, oder? Und dann ist halt sehr vieles, geht es mehr ins Detail und jetzt musst du auch lernen. Und eben, das hast du richtig gesagt, oder? Das ist von der Webseite, über das Marketing, über Social Media, über, da unten hast du irgendwo eine Holzbank auseinandergefallen, oder der muss man neu streichen, dann musst du den neu streichen, oder? Dann rinnt irgendwo das Wasser in einer Dusche, dann musst du das irgendwie beheben, oder? Und ich sage jetzt mal, der Mix zwischen Handwerk, zwischen mit Gästen sich abgeben, was ja ein wichtiges Element ist für dich, oder? Zentral, ja. Absolut. Und dann die trotzdem noch, jetzt mal, Arbeit im Büro, der Mix ist sensationell. Du weißt ja nie so richtig, jeden Tag, was kommt jetzt. Und es ist nicht immer alles planbar, oder? Und das macht es eigentlich mega interessant. Der Sommer steht an, oder? Es ist quasi eben die erste Saison. Ihr seid weg, der Umbau ist durch. Die ersten Gäste sind, glaube ich, schon da gewesen. Mhm. Und jetzt geht es weiter. Was erwartet ihr jetzt für den Sommer? Habt ihr erste Tendenzen gespielt, da kommen die Leute? Sind die Leute wieder gewillt zu reisen? Kommen die Leute aus der Schweiz? Oder sind es international, sind es Franzosen? Mir ist eigentlich gewünscht, dass wir wirklich Leute aus der ganzen Welt haben. Weil das ist, wir haben viel die Welt bereist und wir finden Kulturen interessant, spannend. Und jetzt haben wir eigentlich gesehen, nach zwei, drei Wochen, wo wir auf der Webseite sind, auf der eigenen, aber auch über Buchungsplattformen buchbar sind, dass wir haben da Buchungen mittlerweile aus Australien, aus Nordamerika, aus verschiedensten europäischen Ländern. Und da freue ich mich extrem auf die verschiedenen Interaktionen, die es da gibt. Und da kann ich die Sprache ein bisschen einsetzen. Und also scheint eben ein Wunsch in Erfüllung zu gehen von der Internationalität, oder? Ist es so, ja, genau. Franzosen tue ich dann auch mit betreuen, oder? Als Ewigsfan. Ja, genau. Liebe Zuschauer, ja, die Zeit ist um. Wir haben jetzt zwei wunderschöne Tage erlebt bei der Irina und dem Ivan. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick für ihr neues Leben, in den neuen Lebensabschnitt. Das Schönste, was wir jetzt anbieten können, ist natürlich, dass ihr die zweimal besucht. Und die Möglichkeit, die ist real. Das heisst, wenn ihr die Wettbewerbsfrage, die wir heute richtig beantwortet, dann könnt ihr hier zwei Nächte zu Irina und Ivan übernachten. Sie laden euch bei. Und nicht mehr müsst ihr wissen, als wo der Ivan seinen ersten Ironman gelaufen ist und er voll gut aufgepasst hat. Wisst ihr das? Schickt die Antwort hier auf die Adresse und dann seid ihr schon vielleicht bald hier in Südfrankreich in dem wunderschönen Domain von Irina und Ivan. Merci vielmals. Merci dir, Andi. Das gleiche für uns, da gibt es einen guten Kaffee, dann muss man sich schon wieder zurück in leider ja. Mit schwerem Herz, aber nichtsdestotrotz vielen Dank für super. Eure Gastfreundschaft. Super, dass du da sein. Ist wunderschön. Ja, ganz wunderbar. Gut. Merci. Danke. Sonntag. Alles Gute. Zumal. Ja, merci.